und möchte vielleicht dann fragen, um Ihnen ein bisschen vorzuschlagen, wie dieses Programm stattfinden wird. Und zwar heute und morgen Abend, Srimataji wird hier in Person anwesend sein. Diese Programme folgen das folgende Muster. Srimataji wird erstens irgendein Aspekt von Sahaja Yoga oder von dieses Tantra, von dieses Instrument einführen. Dieses Instrument ist das Mechanismus innerhalb jedem Mensch, der oder das uns erlaubt, Selbstverwirklichung zu erfahren. Selbstverwirklichung ist eine Erfahrung, es ist ein Ereignis, es ist ein Erlebnis. Entweder es findet statt oder es findet nicht statt. Unter welchen Bedingungen es stattfinden kann, unter welchen Bedingungen dieses Prozess gewährleistet werden kann, das wird in Sahaja Yoga Praxis erklärt. Nach Ihrem Vortrag, Sri Mataji, werden eine kollektive Meditation führen. In dieser kollektiven Meditation sehr viele Leute kriegen ihre Selbstverwirklichung. Eigentlich gestern Abend, es waren ungefähr 700 Leute in Wien und meiste von diesen Leuten haben ihre Selbstverwirklichung spüren können. Das ist eine Tatsache. Ich meine, es waren sehr viele Leute, die überrascht waren, dass das überhaupt möglich ist. Es ist total überraschend, aber ich meine, diese Tatsachen sind irgendwie, how do you say stubborn of German? Stubborn. Stur, die Tatsachen sind stur. Und es ist eine Tatsache, dass mindestens 400 Leute gestern Abend in Wien haben. Durch diese katalytische Kraft von Sri Mataji ihre Selbstverwirklichung gekriegt. Morgen Abend, sie wird etwas weiter erklären und wird in der Meditation festigen, was heute Abend für einige von uns, ich möchte sehr, dass es für viele von uns passieren kann. Sie wird das stabilisieren. Dann, es wird ein Programm stattfinden hier in Wien, das in diesem kleinen rosa Zettel erklärt ist. Wenn alle Fragen nicht heute haben oder morgen Abend beantwortet werden können, Sie müssen es verstehen. Das Wichtigste, sagt Sri Mataji, ist, ich meine, wenn dieses Zimmer zum Beispiel dunkel ist, okay, so man muss erstens auf den Knopf drücken, dass die Licht kommt. Und dann man kann es erklären, okay, das ist der Pulpit und dort sind die Sessel und das ist weiß und hier gibt es ein Mic und so weiter und so fort. Und das heißt, am wichtigsten ist, dass diejenigen, die es möchten, diejenigen, die es wünschen, diejenigen, die es suchen, sollten in der Anwesenheit von Sri Mataji, die Shakti ist, die reine geistige Kraft ist, dass sie ihr Selbstverwirklichung kriegen. Und auf dieser Basis wird das Ganze weiter erklärt über einen Kurs, das sich in einem Seminar enden wird. Und das Seminar wird ungefähr beim 21. Juni stattfinden. Das ist nur, damit ein bisschen das Prozess begriffen. Um Sahaja Yoga einzuführen, ist es leichter zu sagen, was Sahaja Yoga nicht ist, als zu sagen, was Sahaja Yoga überhaupt ist. Weil Sahaja Yoga nimmt jemanden in eine Dimension, die jenseits unserer mentalen Fähigkeiten liegt. Und um dieses Gebiet zu entdecken, muss man eine neue Kategorie der Wahrnehmung kriegen. Und das Prozess ist das folgende. Hier ruht eine Energie innerhalb jedem Menschen, die Kundalini heißt. Diese Kundalini in unserer christlichen Tradition, man könnte es vielleicht die Energie des heiligen Menschen
des Heiligen Geistes nennen. Des Heiligen Mensch auch natürlich, einmal, dass er heiligt worden ist. Aber das ist die Energie des Heiligen Geistes in Mensch. Und diese Energie ruht und bleibt in uns durch alle unsere Geschichte, alle unsere Leben. Wenn die Zeit gekommen ist, diese Energie steigt innerhalb der Wirbelsäule bis auf diesen siebten psychosomatisches Zentrum, das Chakra heißt. Das ist ein Zentrum der Energie, der auf dem Scheitel ist. Nun, das Prozess von Selbstverwirklichung, es ist etwas ganz genau. Es ist die Tatsache, dass diese Energie auf dem Scheitel anfängt durchzubrechen. Und dann, es passiert etwas, das der Subjekt selbst wahrnehmen kann, spüren kann, empfinden kann. Erstens, und das ist wichtig, wenn die Kundalini auf dem Stirn steigt, hier gibt es dieses berühmte drittes Auge, dieses Agya-Chakra. Wenn die Kundalini durch dieses Chakra steigt, dann dringt man in einen Zustand des Bewusstseins, das total Bewusstsein ist, aber man ist nicht unter Hypnose. Man ist nicht unter irgendeinem Einfluss von irgendjemand anderem. Man ist absolut frei, aber in Stille. Es sind keine Gedanken. Es ist eine stille Intensität des Bewusstseins. Und wenn man in diese stille Intensität weiter dringen kann, dann fängt die Sache als Freude empfangen zu werden. Ich weiß, mein Deutsch ist nicht so okay, aber Sie können folgen, okay? Ich hoffe. Was ich sagen möchte, ist, dass das Atma, das Selbst, Selbstverwirklichung, das heißt, wir möchten das Selbst verwirklichen, aber wer ist das Selbst? Das Selbst ist, was wir eigentlich sind. Wir sind nicht diese Nase, wir sind nicht ich bin nicht meine Jacke, aber ich bin auch nicht nur mein Körper, ich bin auch nicht nur meine Gedanken oder meine Emotionen. Was ich wirklich bin und was wir alle wirklich sind, ist unser Atma. Aber unser Atma ist unbewusst von uns. Und wenn unser Bewusstsein von dem Atma bewusst wird, das ist Selbstverwirklichung, und dieses Urteil von unserem Bewusstsein und unser Atma findet eigentlich hier statt. Das Atma ist hier. Aber wenn die Kundalini steigt und erleuchtet unser Bewusstsein in dem Brain, in dem Sastra, dann es gibt ein Nadi, es gibt ein subtiles geistiges Nerv zwischen dem Herz und dem Sastra. Das wird erleuchtet. Und dann die Qualitäten des Atmas kommen in unser Bewusstsein. Und diese Qualitäten sind, was wir unbewusst oder bewusst gesucht haben. Das heißt, sie sind Sat, Chit, Ananda. In Sanskrit Wahrheit, Bewusstsein und Freude. Jede von diesen Eigenschaften drücken die göttliche Potenzial von diesen drei Hauptnadis her. Wie Sie sehen, wir haben sieben Zentren, aber wir haben drei Hauptkanäle. Sie haben auch, Sie haben das auch hier auf diesem roten Zettel. Der Kanal, der auf der rechte Seite von unserer Charlie ist, von dieser Meditierenden, ist die Tätigkeit, Kanal der Tätigkeit. Die linke Seite ist Kanal des Wunsches. Und der Kanal des Zentrums ist Kanal des Entwicklungskraft. Also auf die linke Seite, einmal, dass dieses Kanal erleuchtet ist, wird die Freude empfunden. Einmal, dass der rechte Kanal erleuchtet ist, wird das reine Bewusstsein empfunden. Und die Synthese von diesem Zustand ist Wahrheit. Und das ist die Qualität des Zentralkanals. So, das Atma ist Satchitananda. Aber dieses Satchitananda, diese drei Eigenschaften von unser Selbst, wie ein Regen, erleuchten unsere drei Nadis, wie ich es gerade beschrieben habe. Nun, es ist eine Einladung zu Vollendung. Sagt man Vollendung auf Deutsch? Plenitude in Französisch. Samadhi in Sanskrit. Viele von uns haben das gesucht und wie? Weil eine Sache, dass sehr
Ich meine, ich war immer von der Sache sehr erschrocken und das ist mich zu langweilen. Nichts ist mühsamer als sich zu langweilen. Boredom. Was Jean-Paul Sartre heißt, l'ennui. Das ist irgendwie ein bedeutungsloses Leben. Und Jean-Paul Sartre sagt, dass es ist dasselbe, ob ich allein trinke, oder ob ich ein Führer der Nationen bin. Und das war eigentlich richtig, weil eigentlich beide Tätigkeiten sind bedeutungslos. Ich meine, auch wenn man, ich meine, Friedhöfe besucht, ich meine, die Bedeutung ist nicht so groß. So, was passiert, ist, dass eigentlich, wenn wir in der Welt des Relatives uns bewegen, diese Intensität der Befriedigung, diese Vollendung kann nicht erfasst werden. Und einige von uns, die Sucher sind, wissen das. So, wir suchen diese Vollendung, wohin wir glauben, dass wir es finden können. Diese Richtungen waren nie mehr dieselbe, original waren wir nie. Also, die Wörter sind Geld, sehr viele Leute suchen diese Vollendung in Geld. Ein anderes Wort ist Sex, sehr viele Leute glauben, dass das der Weg ist. Und schlussendlich Kraft, Power. Und in Deutschland, das ist vielleicht, ab und zu mal war vielleicht auch der Fall. Nun, alle diese drei Sachen sind Illusionen. Aber es nützt nicht zu sagen, es ist eine Illusion, weil wir sind in dieser Illusion. Man kann die Illusion überwinden, nur indem man die andere Sache fasst. Okay, wenn Sie einen verdorbenen Apfel haben, aber das ist der einzige Apfel, den Sie haben, Sie werden glauben, dass das ist eigentlich das Geschmack des Fruchtes. Es sei, dass irgendjemand Ihnen einen gesunden Apfel gibt. Und bevor Sie das gesunde Apfel kriegen, können Sie von dem verdorbenen Apfel nicht loswerden, weil das ist alles, das wir kennen. Und das ist der Grund, dass Freemasonry ihre ganze Lehre mit Selbstverwirklichung anfängt. Sie fängt an, wo die anderen Lehrer aufgehört hatten. Weil sonst ist es nicht möglich, wirklich zu entdecken, wovon wir sprechen. Erstens, man muss, wie gesagt, die Licht in dem Zimmer haben und dann kann man das entdecken. Das heißt nicht, dass Ajna Yoga so leicht ist. Es ist durch die ungeheure geistige Kraft von Sri Mataji möglich, dass wir unsere Selbstverwirklichung erfahren, dass unsere eigene Energie steigt. Aber ich muss es ganz ehrlich sagen, es ist nicht so leicht, es zu behalten. Es ist nicht so leicht, weil diese Energie, die gestiegen ist, sie wird es wieder runterfallen. Und deswegen ist es eine, ich meine, wenn Sie daran interessiert sind, weil uns ist es natürlich, unser Anliegen ist nicht irgendeine Bewegung zu gründen oder so etwas. Ich meine, es sind genug, die beschäftigt sind auf der Bühne. Unser Anliegen ist, dass die echten Sucher, die ihre Selbstverwirklichung kriegen sollten, dass sie es kriegen, weil die Zeit gekommen ist dafür. Und in diesem Sinn, ich muss Sie alle ganz ehrlich warnen, dass sogar, wenn Sie Ihre Selbstverwirklichung heute bekommen, Sie müssen die Praxis lernen, wobei Sie diesen Prozess stabilisieren können. Weil es sind aller Art Irrtümer, die wir gemacht haben. Es sind aller Art andere Einflüsse, die in der Atmosphäre herum sind, dass das Aufsteigen der Kundalini nicht fördert. Und man muss wissen, wie man sich schützen kann von anderen Einflüssen, damit unsere eigene Reinheit sich durchsetzen kann. Weil Kundalini im Grunde genommen ist Reinheit. Schauen Sie. Dieses Chakra kontrolliert Sex. Okay? Und die Kundalini ist über dieses Chakra. Und das muss ganz klar gemacht werden. Ist das, Kundalini hat mit Sexualität nichts zu tun. Wir haben hier ein Problem in dem West. Und das Problem ist das folgende. Unsere Spiritualität hat sich leider durch sagen wir, unsere Tradition von Spiritualität, sagen wir katholische Priester zum Beispiel, hat sich in einer Atmosphäre von sexueller Repression entwickelt. Für irgendeinen Grund, das ich nicht ganz verstehe. Aber geschichtlich war es doch so.
Unsere Priester dürfen sich nicht heiraten. Irgendwie der gute Paulus, der gar nicht so gut ist, sagt, dass eigentlich die Frauen sind eigentlich nicht auf dieselbe Ebene als Mensch. Und wenn du dich überhaupt nicht kontrollieren kannst, dann darfst du heiraten, aber viel besser ist das nicht zu heiraten. Das ist alles geschrieben in unserer Bibel. Und das ist ein total Blödsinn. Der gute Paulus war ein Trottel. Aber er ist derjenige, der unsere ganze Tradition beeinflusst hat. Und wegen, bitte, in Indien, alle die großen Rishis, alle die großen Seher waren geheiratet. Und sie haben ihr Sexleben völlig in die Ehe gekannt und genossen. Das war total okay. Ich weiß nicht, warum wir dieses Blödsinn gemacht haben. Aber dann, weil man geht auf ein Extrem und dann man geht auf das andere Extrem so. Und dann man hat dann genommen, dass insofern als wir eine Häresie, das Tantrismus nennt, gefolgt haben, man hat dann genommen, dass Sexualität der Weg zur Selbstverwirklichung ist. Alle diejenigen, die da diese Konfusion gemacht haben, enden mehr oder weniger impotent, die Frauen haben Schwierigkeiten und schlussendlich man kriegt alle Krankheiten, die ich nicht brauche zu beschreiben. Das ist so einfach, aber in Deutschland es ist doch nicht so verstanden, dass es um ein Spiel zu gewinnen oder ein Spiel zu genossen, man muss die Regeln kennen. Und wenn man das Spiel ohne die Regeln spielt, wird man nicht erfolgreich. So alle Bewegungen, die irgendwie behaupten oder vorschlagen, dass durch Sexualität man kann seine Selbstverwirklichung erreichen oder man kann die Kundalini erwecken, sind total falsch, absolut falsch. Und das ist, Sri Mataji macht überhaupt kein Geheimnis davon, dass das geht gegen die Kundalini. Und das ist sogar sehr gefährlich. Ich meine, wenn man die beide Sachen mischt, es ist einfach eine Konfusion. Es ist eine Konfusion, die negative Schlussfolgerungen hat. Das muss alles klar verstanden werden, weil das unterste Chakra, Moladhara Chakra, das eben unsere Sexualität kontrolliert, ist das Fundament des ganzen Gebäudes, des ganzen inneren Tantra, des ganzen Tempel unserer Kundalini. Und wenn dieses Fundament nicht okay ist, es ist schwieriger. Also bitte, bei wem ist dieses Fundament okay? Bei sehr wenigen Leuten. Ich meine, alle Sahaja-Yogi waren irgendeinmal, haben gelebt wie die meisten von uns leben. Das heißt, dass wir sind nicht mit unserer Selbstverwirklichung, wir haben unsere Selbstverwirklichung bekommen, als unser Moladhara Chakra schon beschädigt worden war. Das ist ganz klar. Aber dann, und das ist die Eigenschaft, ein lebendiges Energie, dann hat die Kundalini die Fähigkeit, unser Chakra neu zu beleben und die Schaden, die dort gemacht worden waren, zu heilen. Das heißt, auch wenn wir Irrtümer gemacht haben, das spielt keine Rolle, weil alles kann geheilt und fixiert werden durch diese allbelebende Energie der Kundalini. Aber man muss verstehen, was die Situation ist. Man muss verstehen, dass es sind einige Sachen, die gegen diese Chakras gehen. Zum Beispiel Alkohol hat einen Einfluss auf das Bewusstsein. Aber dann, das heißt, es nimmt die Freiheit der Bewusstsein weg. Ich weiß, dass man trinkt viel Bier in München und das ist wahrscheinlich nicht so populär, das zu sagen. Aber wenn man Alkohol trinkt, also bitte, ich meine, jedermann ist natürlich frei, das zu tun, auch in Sahaja Yoga. Aber dann, man muss ganz klar wissen, dass die Wirkung von Alkohol auf dem Nabi-Chakra nicht so gut ist. Es hilft nicht, das Nabi-Chakra, dieses Zentrum hier, das sehr wichtig ist, weil wenn dieses Zentrum okay ist, unsere Anpassung mit materiellen Bedingungen verbessert sich und unser Verhältnis zu Geld verbessert sich, es ist unglaublich, wie es wird. Ich meine, alle, das Aspekt von unserem materiellen Leben wird gesegnet, wenn dieses Nabi-Chakra hier okay ist. Wenn man raucht, es sei Zigaretten, es sei exotische Produkte,
ist das Vishuddhi-Chakra nicht geholfen. Das, ich meine, das ist auch eine Tatsache. Ich meine, wenn Sie Ihre Selbstverwirklichung kriegen und dann weggehen und Hasch rauchen oder sogar Marlboro, das wird nicht helfen. Also diese Sachen muss man schon sagen. Es ist nicht by the way, es ist nicht en passant, dass man seine Selbstverwirklichung behalten kann. Es ist das wichtigste Ereignis, dass ein Mensch passieren kann. Aber dann muss man auch etwas tun, um das zu behalten. Und man muss ein bisschen Verstand haben dafür. Das ist nicht billig, das ist nicht cheap. Und deswegen können Sie dafür nicht zahlen. Schauen Sie, ich meine, man könnte sagen, 20 Mark Einführung zu Sahaja Yoga. Aber auch wenn wir 200.000 Mark geschrieben hätten auf der Tür, das ist noch nicht genug. Sie sind einfach nicht reich genug, um die Sache zu kaufen. Ich meine, sind Sie reich genug, um Atmen zu kaufen? Ich meine, Atmen ist das wichtigste Sache. Ohne Atmen stirbt man, deswegen muss es reich sein. Selbstverwirklichung ist dieselbe Sache. Und jede Sache, die in der Spiritualität echt ist, darf nicht bezahlt werden. Weil wenn es echt ist, ist es jeder Mensch Geburtsrecht, es zu bekommen. Deswegen, meine Freunde, jede geistige Organisation, die ein wirtschaftliches Imperium aufbaut, und ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich habe nicht einen Rechtsanwalt, um mich zu schützen, wenn ich jetzt drei oder vier von den großen Sekten hier nenne. Aber das ist eine totale Escroquerie. Wie sagt man Escroquerie? Okay, you got the idea. Es ist einfach eine Schweinerei. Wir sind alle ganz naiv. Wir suchen etwas, okay? So, es gibt eine Nachfrage. Und dann alle diese kluge Gurus hier und dort haben ein Angebot bereit. Und arme uns, wir haben so viel gegeben. Wir haben unsere Häuser verkauft, wir haben Rolls-Royce, dem großen Guru angeboten und schlussendlich sogar unsere Frau, wenn er das gewünscht hat. Also so blöd waren wir doch. Alle Gurus, die Geld nehmen, sind falsch. Sind einfach kluge Leute aus dem Ost, die wissen, dass wir etwas suchen, aber dass wir naiv sind. Bitte, ich kenne das Ost ein bisschen. Ich habe mit den Vereinigten Nationen als Entwicklungsexpert dort gearbeitet. Ich war in Nepal ansässig. Ich kenne India sehr gut. Und ich weiß wirklich, worum es handelt. Es ist auch so, das Schrimadaji seit 1970 alle diese Sekten wirklich eine sehr klare Art und Weise. Sie hat erklärt, warum sie gefährlich sein können. Es ist nicht nur, dass sie Geld wegnehmen. Es ist nicht nur, dass sie ein abhängiges Verhältnis aufbauen, wie zwischen einem Psychiater und seinem Patienten, wenn der Psychiater nicht okay ist. Aber es ist vor allem, dass mit ihren Manipulationen des Central Nervous System, sie beschädigen das innere Instrument. Und wenn einige Leute diese Gurus besucht haben, ich meine, wir sind natürlich nicht böse, wir haben alle Blödsinn gemacht. Das ist okay, aber Sie müssen ganz klar verstehen, dass man kann nicht zwei Pferde zusammen reiten. Wenn Sie Guru XYZ folgen wollen, bitte, gehen Sie. Aber wenn Sie Sahaja Yoga betreiben sind oder folgen wollen, wenn Sie diese Praxis entdecken wollen, dann es geht nicht, dass Sie irgendeine von diesen Guru-Praxis-Business weiterfolgen. Ich erkläre Sie warum, weil es sind drei Nadis. Das zentrale Nadis ist parasympathisch Nervensystem, die beiden lateralen Nadis sind sympathische Nervensystem. Parasympathisches Nervensystem ist das System von unserer Spontaneität und deswegen in Sahaja Yoga finden die Sachen spontan statt, wie Zen Buddhismus verstanden hatte. Zen Buddhismus hatte dieses Prozess von spontaner Erleuchtung beschrieben. Aber alle die anderen Manipulationen, wie zum Beispiel, man wiederholt ein Mantra, so wie Ram 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 Ram, oder man sieht Hare Rama, Hare Krishna auf die Straße, oder was gibt es noch? Ziemlich viele Kombinationen. Alle diese Sachen manipulieren das sympathische Nervensystem, zum Beispiel Rama ist, sagen wir, ein Prinzip, dass dieses Chakra hier kontrolliert auf dem rechten Herz.
Und wenn man anfängt, so mit einem Mantra zu arbeiten, ohne wirklich die Bewilligung der Kundalini zu haben, es wirkt negativ auf diesem Chakra. Wie weiß ich das? Also einmal, dass die Kundalini aufgestiegen ist, man bekommt eine neue Kategorie des Bewusstseins. Das ist diese Kategorie, das Kant als unfassbar erklärt hatte, weil er wusste nicht, was das später kommen würde in der Entwicklung der Mensch. Und dieses später ist heute. Und diese Kategorie der Wahrnehmung ist die Tatsache, dass man kann in den Händen eine Energie spüren, dass zum Beispiel in der Bibel als die Energie des Heiligen Geistes beschrieben worden ist. Es ist wie ein kühles Hauch, eine kühle Brise. Und wie Sie sehen, jede Finger an gewissen Chakra entsprechen. Und deswegen, man kann in dem Finger spüren, was ist der Zustand der entsprechenden Chakras. Und deswegen, wenn irgendjemand beschädigt ist, nur wenn ich meine Hände in dieser Richtung, unter einigen Umständen, kann ich genau wissen, welche Chakra ein Problem hat und auch, ich weiß, wie man das korrigieren kann. Das heißt, dass nach unserer Selbstverwirklichung mit der Sahaja-Yoga-Praxis, dass wir lernen müssen, wir können unsere Energie balancieren, wir können diese Kenntnis benutzen, um das Gleichgewicht zu bringen in unserer Gesundheit, physische Gesundheit, aber auch in unser emotionelles und in unser mentales Tätigkeiten. Nun, das scheint ganz fantastisch und unglaublich und ganz ehrlich, ich glaube, Sie sollten es wirklich nicht glauben. Das wäre ein Blödsinn, mich zu glauben. Weil vielleicht bin ich auch ein von diesen, ne, nicht ein Guru genau, aber vielleicht bin ich ein guter Bursche, aber auch von seinem Guru ein bisschen beeinflusst oder irgend so etwas. Und Sie müssen mich nicht zu ernst nehmen. Aber Sie müssen die ganze Sache wie eine Hypothese verstehen. Ob diese Hypothese wahr ist oder nicht, Sie werden es eventuell entdecken, wenn Sie Ihre Selbstverwirklichung dank der Gnade von Sri Mataji kriegen. Dann wissen Sie, dass diese kühle Brise existiert. Und wenn Sie weiter die Praxis folgen, werden Sie entdecken, alles, was Sie mit diesem neue Energie, also diese Energie, die Sie neu spüren können, alles, was Sie machen können. Und es ist fantastisch. Es ist fantastisch. Warum ist es überhaupt jetzt? Es gibt ein ganz einfaches Bild, das Sri Mataji offen gibt. Und ich möchte es jetzt auch geben. Sagen wir, in der Mitte des Winters, wenn ein Baum blüht, dann es ist ein Wunder. Okay? Aber, und solche Wunder waren die realisierten Seelen von der Vergangenheit. Aber wenn Frühling kommt und wenn dieser Baum blüht, ist es nicht mehr ein Wunder, es ist die Kraft der Natur. Und wir sind jetzt in der Geschichte der Menschheit zu einem Punkt angekommen, das in alle heiligen Schriften angemeldet worden ist, wo der Baum des kollektives Selbstverwirklichung blühen muss. Und es blüht schon. Die einzige Frage ist, ob wir, die hier sitzen, mit blühen möchten oder nicht. Aber es blüht schon. Das ist die Frage. Und diese Frage ist Ihre Freiheit total überlassen. Niemand kann Sie drängen. Und das ist auch der Grund, dass nach dem Vortrag von Sri Mataji wir fragen, jetzt bitte diejenigen, die ihre Selbstverwirklichung nicht kriegen möchten, für irgendeinen Grund, bitte, Sie können jetzt den Raum verlassen und mit denjenigen, die in ihrer Freiheit diese Erfahrung machen möchten, fängt Sri Mataji diese Meditation an. Wer ist Sri Mataji? Das ist eine Frage, die
Es ist eine Frage, deren Antwort in der vierten Dimension gefunden werden kann. Das heißt, man kann die Antwort dieser Frage mit der Vibration spüren. Es gibt eine große Einheit zwischen all die Lehre von Menschheit, zwischen Sokrates und Mohammed, zwischen Lao Tzu, Konfuzius und Zarathustra, zwischen Krishna und Christus, zwischen Buddha und alle diese Leute und Srimataji. Aber wir kennen diese große Familie nicht, weil es ist in einem anderen Gebiet. Obwohl wir auch unser eigenes Verhältnis zu diesen Leuten haben. Was ist das Verhältnis? Jede von diesen Chakra ist von einem von diesen, sagen wir, göttlichen Prinzipien oder Aspekt der kosmischen Energien oder Deitäten kontrolliert. Zum Beispiel, dieses Chakra hier ist von Christus kontrolliert. Dieses Chakra. Und in India, zum Beispiel, wenn ein orthodoxer Hindu seine Selbstverwirklichung kriegen möchte. Ja, bitte, das ist ein Beispiel, das ich erlebt habe, okay? Es war ein Hindu, also er glaubte an Vishnu und er wollte seine Selbstverwirklichung von Sri Mataji, weil in der indischen Tradition, sie wissen über die göttliche Mutter. Sie wissen, dass Gott ist nicht nur Mann, aber Frau auch. Dass die Frau die Shakti ist, das heißt die Kraft, und dass die göttliche Mutter die Kraft hat, Selbstverwirklichung zu geben, weil das in ihren heiligen Schriften vor tausend und tausend Jahren beschrieben worden ist. Sie wissen das. So, sie ist zu Sri Mataji gekommen und er wollte seine Selbstverwirklichung. Aber die Kundalini blockierte hier. Und wir wussten es, weil wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf diesen Mann legten, könnten wir einen Druck auf dem Stirn spüren. Und Sri Mataji hat gesagt, glauben Sie an Christus? Und er hat gesagt, na, eigentlich nicht. Ja, ich weiß, er ist ein Großheiliger. Und Sri Mataji hat gesagt, na, das ist nicht genug. Sie müssen verwirklichen, dass er der Sohn Gottes ist. Und wenn er hat gesagt, weil, wenn Sie es sagen, dann ich nehme es an. Dann, wir haben gespürt, dass das Block hier verschwunden ist und dass die Kundalini durchgedrungen ist. Also, das ist der Beweis, dass die Kenntnis der Kundalini in einer sehr schönen Art und Weise die Wirkung von all dieser göttlichen Persönlichkeit in unser eigenes System integriert. Und Sri Mataji, die gerade jetzt angekommen ist, ist diejenige, die uns diese Kenntnis in einer Art der Integration gegeben hat. Das heißt, dass was sie für uns und was sie für unsere geistige Entwicklung tun kann, hat kein Präzedenz in der Weltgeschichte. Ich möchte nicht, dass Sie das annehmen, aber wir verlieren weniger Zeit, wenn wir ehrlich sind. Und ich kann nicht irgendwie verstecken, dass das eine großartige Gelegenheit für jede von uns, dass wir heute haben, unsere Selbstverwirklichung durch die Kraft von Sri Mataji kriegen können. Sie wissen, dass in unserer Trinität es gibt einen Vater, es gibt einen Sohn und es gibt irgendeinen Vogel, eine Taube. Das ist nicht sehr logisch. Es gibt keinen Sohn ohne Mutter. Und die Mutter ist diejenige, die verzeiht. Sie ist diejenige, die Liebe ausstrahlt. Sie ist diejenige, die nur eine Sache wünscht, ist, dass ihre Kinder wachsen.
dass ihre Kinder das Beste bekommen können, was sie ihre Kinder geben möchte. Und weil das so ist, weil die Kraft, die alle Kraft kontrollieren, ist Liebe, ist Erbarmigkeit, ist Verzeihung. Deswegen sind so viele von uns, die in einem schrecklichen Zustand waren, zu Sadhyoga gekommen und haben ihre Selbstverwirklichung bekommen, und nach einer gewissen Zeit haben unsere Selbstverwirklichung stabilisieren können. Und das ist ein großes Wunder. Und an diese Wunder, Sie sind herzlich eingeladen. Also, Sri Mataji, I would not like to speak too long, but I was just informed that today is the anniversary of the end of World War II. Of what? The end of World War II. Today is the anniversary of the end of the war. And it has a big symbolical meaning that we are gathered here this evening. Because the reconciliation to which we all aspire is not only the reconciliation between nations, and there are quite a few Sahaja Yogis here, Sahaja Yogis from England, Sahaja Yogi from Italy, Sahaja Yogi from America. But the reconciliation we aspire to is the reconciliation between our consciousness and our spirit. Ich hoffe, dass Sie Englisch verstanden haben. Heute ist das Geburtstag der Hände des Weltkrieges. Und die Versöhnung, die wir suchen, ist nicht nur die Versöhnung zwischen Nationen, aber die Versöhnung zwischen unser Bewusstsein und unser Atma. Und ohne diese Versöhnung, das Letzte wird nicht kommen. Und Sie wissen, dass wir in einer sehr gefährlichen Zeit leben. Und die Leute, die Angst haben, dass die Wälder sterben, dass ein neues Weltkrieg möglich ist, diese Leute sind leider nicht sehr weit von was wirklich passieren kann. Das ist der Grund, dass wir sollten jetzt unsere Selbstverwirklichung kriegen, um die neue Möglichkeit der Entwicklung zu öffnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Shimataji, I would like to request you to kindly address the meeting. Thank you. Thank you. What have you said? I don't really know. No, I just made a small introduction on Sahaja Yoga. I explained first of all that it integrates the various tradition. I spoke about the fact that sex is not a way to realization. I mentioned that first we have to go into the new consciousness to understand what it is about, and we have then to practice it in order to maintain it. But you went into chakras and all. I didn't speak about chakras. And I mentioned also that it's rather difficult to know who you are. Especially if one does not get realization. I bow to all the seekers of truth. Sri Mataji beugt sich vor alle, die die Wahrheit suchen. But the seekers of truth have to know the truth. At least they should know what they have to seek. Aber die Leute, die die Wahrheit suchen, müssen wissen, was die suchen. It is to be understood that the seeking has to be in the tradition of the seeking. Man muss verstehen, dass das Suchen die Tradition des Suchens folgen muss. Like when electricity was discovered, it took years together for people to find it out. And a scientist had to go from
one to another, the experience of one, the indications of one, and the futuristic ideas of the one were picked up, and he started on that tradition, on that basis, his own evolution as far as the electrical knowledge is concerned. Zum Beispiel, wie man die Strom der Elektrizität entdeckt hat, hat es sehr lange gedauert. Und viele verschiedene Wissenschaftler haben das versucht. Und jeder Wissenschaftler hat einen Teil des Wissens entdeckt und der nächste hat dann darauf gebaut. In the same way, we must understand that there have been people who have been seeking for ages. Genauso müssen wir verstehen, dass es Leute gibt, die Jahrtausende lang gesucht haben. As in the West, you have grown so much outward, like a tree which has grown outside. There have been people in India, they have been going to the roots of this tree. Wie im Westen hat es viele Leute gegeben, die sich nach außen entwickelt haben, wie ein Baum seine Blätter entwickelt. Aber in Indien gibt es Leute, die die Wurzel entdeckt haben. So this is the knowledge of the roots. Das ist jetzt das Wissen des Wurzels. If the tree grows too much and the roots do not reach its source, then we are waiting for a shock of complete destruction. Wenn ein Baum zu viel wächst und nicht genug Wurzel hat, dann müssen wir auf eine große Zerstörung warten. So today, on such an important date of the anniversary of the end of the war too, I think it is important for us to go to find out what are our roots. Heute, wenn es so ein so wichtiges Datum ist, dass vor 40 Jahren der Krieg aus war, dann ist es wichtig, dass wir unsere Wurzel suchen. Any person who is aware in these modern times, who is intelligent, can see that there must be some sort of a reason for today's chaos, which is beyond human apprehension. Jeder Mensch, der bewusst ist, der intelligent ist, muss wissen, dass es einen Grund gibt für unser Chaos heutzutage, der jenseits des menschlichen Verstandes ist. Also we know in our humble hearts that we are not complete. There's something missing in us. If we were absolute, there would have been no problems for us. Und in unserem Herzen müssen wir wissen, dass wir nicht vollständig sind. Sonst würden wir uns glücklich fühlen. So we have to see to the knowledge which describes the completeness of man. So wir müssen das Wissen suchen, das die Vollendung des Menschen beschreibt. In the tradition of Sikhi, we can go, say, for example, to Vedas, where the word Veda itself means Vida, means known. Wir können zum Beispiel bei den Vedas schauen, wo das Wort Veda selbst heißt das, was man weiß. At the very outset, in the first stanza of the Vedas, is written that by reading all these books, if you do not know, it is all useless. Als erste Zeile in diesem Buch ist geschrieben, dass wenn Sie nur das alles lesen, dann ist es nutzlos. Then we ask a question, that when we read all the book, what is there to be known? Und dann müssen wir die Frage stellen, wenn wir alle diese Bücher lesen, was wollen wir eigentlich wissen? It means that you have to know on your central nervous system the existence of a power within ourselves. Es heißt, wir müssen auf unserem zentralen Nervensystem der Existenz von einer Kraft innerhalb von uns fühlen. The power without which we are indiscriminate, we commit mistakes, blunders, we create wars, and in peaceful time also we are planning for wars. Und ohne diese Kraft machen wir viele Fehler und planen Kriege und alles geht schief. This power is the power of the spirit, of the Atma. Diese Kraft ist die Kraft des Geistes, der Atma.
This is the power we are actually seeking. Es ist diese Kraft, die wir eigentlich suchen. But in the countries where there has been all development outside, then they do not know how to seek this Atma and what is the nature of the spirit is. Aber in solche Länder, wo alle Entwicklung nach außen gewesen ist, wissen die Leute nicht, was die Qualität, was die Natur von dieser Atma ist und wie man das suchen kann. So we have to go to various traditions to find out what is the common point between all of them. In dem Fall müssen wir zu den Traditionen schauen, was bei all den Traditionen gemeinsame Punkte sind. In the olden times, when these books were written thousands of years back, it is described in all their sadhana khanda as the where you have the sadhana would be the practices or the penance side. They have described the kundalini. In alle diese Bücher, wie sie die, das Praktikum erklärt haben, haben sie von Kundalini gesprochen. They have described that through the ascent of the Kundalini, only you can reach your spirit. Sie haben beschrieben, dass man zur Geist kommt nur durch den Aufstieg der Kundalini. All the Upanishads, which are the second part of the Vedas, all of them have described the Kundalini. Only thing, the difference is that some said by doing this, by doing that, by abstinence, some said by accepting the right path, the central path, by building up your balance. All these different style of things to modulate a human being, to lead a moderate life, they have built up their own literature. In der zweite Teil der Vedas gibt es viele Bücher, die verschiedene Methoden erklärt haben, wie man ein Gleichgewicht sich geben kann, indem man Sachen aufgibt, und es gibt viele verschiedene Methoden, die beschrieben werden. But every one of them exist because they want to talk about your ascent to be the spirit. There's nothing else but that. That's the basic point. Aber alle diese Bücher existieren nur, um der Aufstieg zu erklären, zu ihrem Geist. And Kundalini is the fundamental power which has to be awakened. All of them have the same. Und der Grundkraft, der wichtigste Kraft, der erweckt werden muss, ist die Kundalini. Und das wird von allen beschrieben. But it happens that a person who is more extrovert always tries to go to something new. Aber es ist einfach so, dass jemand, der mehr nach außen sich wendet, sucht immer was Neues. And when he tries to go to something new, he forgets that there has been a tradition of that for ages, and why should we suddenly accept a new idea? Und dann vergisst er, es gibt Jahrtausende lang eine Tradition, und warum sollen wir jetzt auf einmal etwas ganz Neues akzeptieren? Confucius, Socrates, Abraham, Moses, later on Christ, all of them have talked about the spirit. Muhammad Sahib has talked about the Kundalini, calling it a asas. Alle diese Leute, Mohammed, Christus, Lao Tzu, Confucius, haben über den Geist gesprochen. And the word Kundalini also has a meaning that it is a coiled up energy. Und das Wort Kundalini heißt, dass diese Energie in drei Windungen liegt. So whatever I'm telling you is nothing new. Das, was ich Ihnen erzähle, ist nichts Neues. Maybe new to you, but it is not new to Indians. Vielleicht ist es für Ihnen neu, aber für Inder ist es zum Beispiel nicht neu. Not, of course, the westernized Indians are just the same as you are. Die Inder, die sich wie den westlichen Leute benehmen, sind genauso wie Ihnen, aber die anderen wissen das schon. But despite all that, even in India, we had movements which were just new and absurd and anti all this traditional understanding.
Aber trotzdem hat es auch in Indien solche Bewegungen gegeben, die ganz neu waren und die gegen alle diese alten Traditionen gegangen sind. Time to time they appeared and disappeared. Like we had Tantrism, before that we had another kind of a beginning of a Charvaka style where only rational thinking was important. Es sind immer wieder neue Sachen gekommen und wieder verschwunden. Tantrismus ist gekommen und dann noch eine Sache, wo man immer nur rational denken sollte. But all these things vanished into thin air and people know exactly that the goddess of this Kundalini, the power of Kundalini is to be awakened within you. Aber alle diese Sachen sind in der Luft verschwunden und alle Leute wissen, dass die Göttin der Kundalini diese Kraft in ihnen erwecken muss. But only about 100 years back, we had some funny people who again started another kind of a new nonsense by saying all kinds of funny words that never existed in any one of these Vedas. Aber erst vor 100 Jahren hat es noch etwas gegeben. Die Leute haben etwas erfunden, wo man nur irgendwelche komische Wörter benutzt, die in den alten Skripten gar nicht bekannt waren. And surprisingly, these books were translated into English much before than any other Vedas or all these, because these were English-knowing people. Und es ist überraschend, dass eben diese Bücher auf Englisch übersetzt worden sind. Weil die Leute, die sie erfunden haben, waren Leute, die Englisch gesprochen haben. And all those who went to India, from say Germany, from Hungary, or from any other place, read those books in English and took all the ideas from there, which were all anti our tradition. Und dann die Leute, die nach Indien gegangen sind, aus Deutschland oder aus England, haben eben diese Bücher gelesen, weil sie auf Englisch waren und die eigentlich aber gegen unsere Tradition waren und haben das mit nach Hause genommen. One of the books which I've come across was written by a gentleman called Vishnutirth. Ein Buch, von dem ich gehört habe, ist von einer geschrieben, der Vishnutirth heißt. This gentleman wrote some sort of a book which became a Bible for many nonsensical people. Er hat ein Buch geschrieben, der zur Bibel geworden ist für viele Leute, die absurd waren. Now in Pune, I went there and I met many very well educated, Sanskrit knowing Indians who call themselves Brahmins of a very orthodox nature. Ich bin nach Pune gegangen und habe da viele Brahmins kennengelernt, die Sanskrit gesprochen haben und die eigentlich sehr intelligent waren. And all these people who were following a particular guru are suffering from funny diseases so much unknown to us, like high blood pressure, diabetes. These diseases we didn't have in India before. Tensions and paralysis, then cancer. We did not know these diseases in India before. Und diese Leute, die zu einem bestimmten Guru gehen, haben Krankheiten, die wir in Indien früher nie gekannt haben, so wie Zuckerkrankheit und Krebs, Paralysis und so weiter. And I asked them, what do you do? They said, we are following this particular guru whose name is Gulwani and he is following this book of Vishnutirth. Und ich habe gefragt, was haben Sie gemacht? Und Sie haben gesagt, ja, wir folgen diesem Guru und er hat diesem Buch gefolgt von Vishnutirth. When I read the book, I was surprised, it has no relevance whatsoever to our traditional books. No relevance at all. Und wie ich sein Buch gelesen habe, war ich überrascht, weil dieses Buch hatte überhaupt keine Beziehung zu unseren Traditionen. He had used words which had no relevance, could not be found in any one of these books. Er hatte Wörter benutzt, die man nie in irgendeine alte Skript, ein indisches Skript finden könnte. He had written, when the Kundalini rises through Shaktipath, this word doesn't exist anywhere. Then the people start jumping like frogs. Er hatte geschrieben, wenn die Kundalini aufsteigt durch Shaktipath, ein Wort, das nirgends existiert, dann fangen die Leute an, so wie Frosche zu hupfen. Or they take out their clothes and start roaring like lions or tigers
or jumping like monkeys. Oder sie ziehen sich die Kleider aus und hüpfen herum oder fangen an zu bellen wie Löwen. And all these stupid intellectuals were doing this nonsense. Und alle diese absurde Intellektuelle haben diese Unsinn gefolgt. I said, where do you find this word Shaktipat? Show me. Und ich habe gesagt, zeigen Sie mir in den alten Skripten, wo Sie dieses Wort Shaktipat finden können. There is no word like that anywhere. And I was amazed the way they were suffering. You see, hands shaking, eyes going up and down, nervous people. Dieses Wort findet man nirgendwo. Und ich war ganz überrascht, wie diese Leute gelitten haben. Sie haben vor mir gezittert, ihre Augen konnten sie überhaupt nicht kontrollieren. I said, how could you be realized souls? You look like mad people to me. Ich habe gesagt, wie ist es möglich, dass Sie selbst verwirklichte Seelen sind? Mir kommen Sie wie verrückte Leute vor. And they confess that half of them are already in the lunatic asylum. Und Sie haben zugegeben, dass die Hälfte davon schon in der Irrenanstalt sind. But I said, what happened to your intelligence? First of all, know that you have to become a superhuman being, or are you to become a frog or an earthworm? Aber ich habe dann gefragt, was ist mit Ihrem Intelligenz passiert? Sie müssen wissen, dass Sie ein Übermensch werden müssen und nicht irgendein Frosch oder ein Wurm. What is there in getting nude so special? Anybody can get nude. What is so special? Was ist daran so toll, nackt zu werden? Das kann jeder. Es ist nichts Besonderes. And some people describe that when the Kundalini rises, there are blisters on your body and you get heat in your body. All falsehood. Und manche Leute haben erklärt, wenn die Kundalini aufsteigt, gibt es Blasen auf dem Körper und ganz viele Hitze. Und das ist alles Nonsens. Kundalini is your mother, individual mother. Everybody has a mother of his own. Die Kundalini ist ihre individuelle Mutter. Jeder hat ihre eigene individuelle Mutter. She is pure. Sie ist rein. And she purifies you. Und sie reinigt. And she is the pure desire within you. Und sie ist der reine Wunsch innerhalb von Ihnen. The energy of pure desire within you. Die Energie des reinen Wunsches innerhalb von Ihnen. And the pure desire within you is to become one with the divine. Und dieser reine Wunsch innerhalb von Ihnen ist es, eins mit dem Göttlichen zu werden. This is the energy that is resting in your triangular bone, whether you like it or not, it is there. And this one is to be awakened by somebody who knows the job, and you have to receive the realization. Eben diese Energie ruht in Ihrem Sacrumknochen, ob Sie es wollen oder nicht, es ist da. Und sie muss erweckt werden durch jemand, der die Autorität hat, es zu tun und die es machen kann. And that is why a guru, Sadguru, started the system long time back. Und deswegen hat ein echter Guru, ein Sadguru, ein System angefangen vor langer, langer Zeit. But they were all realized souls. Not only that, but they knew the technique of Kundalini awakening. Dieser Guru damals waren alle selbstverwirkliche Seele und nicht nur das, sie haben den Technik der Kundalini-Erwecken sehr gut gekannt. They were not giving you stupid ideas. Sie haben keine absurde Ideen gegeben. You don't become a stupid person when your Kundalini awakens, but you become a glorified personality. Man wird nicht idiotisch, wenn die Kundalini erweckt. Man wird eine glorreiche Persönlichkeit. But to an extrovert mind, these new ideas appeal a lot. Aber für jemand, der nach außen sich wendet, mag er lieber so die ganz neue Ideen. And when you start taking to new ideas without seeing to the traditions, you then get into severe troubles. Und wenn Sie anfangen, immer nur neue Ideen zu folgen und nicht mehr auf den Traditionen zu schauen, dann kriegen Sie viele Schwierigkeiten. Now in the West, when I'm in the West, I'm faced with a problem that
people think that unless and until you charge money, they do not think it is worth anything. Und ich habe noch ein Problem im Westen, weil die Leute glauben, wenn man kein Geld dafür verlangt, dass es nichts wert ist. In the BBC, people came and told me that an Anglo-Saxon brain, I don't know, what is a German brain called? Is it Anglo-Saxon? Maybe, Mother. Oh, all right. Then the Anglo-Saxon brain cannot understand anything in which you don't have to pay. That's the contention they have. Bei der BBC, also beim englischen Fernsehen, haben die Leute Shimatsuji gesagt, dass unser Gehirn, Anglo-Saxon Gehirn, nicht verstehen kann, was etwas, was sie nicht bezahlen müssen. But if they say, pay, Anglo-Saxon brain, if it pays, then it is willing to do anything that you tell them. They can act stupid, they can act idiotic, anything. But they must be allowed to pay. Aber diese Gehirn im Westen, wenn er zahlen darf, dann würden sie alles machen, auch wenn es absurd ist. Aber man muss sie nur erlauben, dass sie dafür zahlen. I was quite amazed at his understanding, but he says this is my experience. Ich war ganz überrascht, aber er hat mir versichert, dass es seine Erfahrung, dass ihm das gezeigt hatte. Those who are like this, how will they reach the spirit? Die Leute, die so sind, wie viele davon sind zu dem Geist gekommen? This ascent is not meant for the frivolous. Dieser Aufstieg ist nicht für frivole Leute gedacht. Not for the egoisticals. Nicht für Leute, die egoistisch sind. Nor for the conditioned. Oder für die Leute, die sehr bedingt sind. But for the special category of people who are seekers. Aber, sondern für der besondere Kategorie der Menschen, die Sucher sind. As Blake has very clearly described, men of God will become prophets and they will have powers to make others prophet. So wie William Blake, der englische Dichter, gesagt hat, dass die Menschen Gottes Propheten werden und sie werden die Kraft haben, andere Menschen zu Propheten zu machen. But the mistake started in Greece to begin with, to bring all the gods to the level of human beings. Aber die Griechen haben damit angefangen, dass sie versucht haben, die Götter auf der Ebene der Menschen zu bringen. They don't want to have a higher image to look up to, but they want to bring all of them to their level so that they can go nicely down with an open heart to hell. Die wollen nicht etwas haben, was höher ist, wo sie hinaufschauen dahin. Sie wollen die Götter hinunterbringen auf ihre Ebene oder ein bisschen hinunter, damit sie sich damit gemütlich fühlen und bequem in der Hölle gehen können. They cannot believe that there could be higher beings, that there could be something which is beyond all these human trivial lives. Wir können nicht glauben, dass es höhere Wesen gibt, die jenseits von alle unsere kleinen alltäglichen Probleme sind. This is how they have accepted so many things which are absolutely dangerous to any human being. Auf diese Weise haben die Leute viele Sachen akzeptiert, die für den Menschen sehr, sehr gefährlich sind. I would say Freud was Antichrist. Ich würde sagen, Freud war gegen Christus. He was accepted, blindfolded by all of you. Und sie alle haben ihn blind akzeptiert. Today the result is that people are dying of AIDS. Und heutzutage ist der Resultat, dass die Leute von der Krankheit AIDS sterben. When I went to America in 1973, they didn't like me when I told them, don't go into these nonsensical experiments. And today, who's going to save them? 1973, wie ich nach Amerika gegangen bin, haben die Leute mich nicht gemocht, wie ich gesagt habe, dass sie solche Experimente nicht machen sollten. Aber heute, wer wird diese Leute retten? Another disease has started in America, where people under 35 years become insane. Very common. Und noch eine Krankheit hat angefangen in Amerika, dass Leute unterhalb von 35 Jahren verrückt werden. The reason they give that nowadays people have started living beyond 35 years, that's why they get this disease. Imagine. Und der Grund, was die Leute dafür geben, ist, dass weil die Leute jetzt so lang leben, dass sie diese Krankheit bekommen. It is something new that is happening. We must understand how we have got all these things within us.
What have we been up to? Das sind neue Sachen, die jetzt anfangen. Wir müssen schauen, was wir gemacht haben, warum diese Sachen angefangen haben. Unless and until they become the spirit, they won't understand. Und bis sie der Geist werden, werden sie es nicht verstehen. Unless and until you have that absoluteness within you, you won't understand. Und bis sie diese absolute innerhalb von ihnen haben, werden sie es nicht verstehen. This absoluteness must come into your central nervous system, so that you become a supercomputer. Diese absolute muss in ihrem zentralen Nervensystem kommen, damit sie ein Supercomputer werden. With this new power only, you can cure cancer, you can cure AIDS, you can cure all these diseases. Mit dieser neue Kraft kann man AIDS heilen und Krebs auch. Only a realized soul can do that. Nobody else can do it. Nur eine selbstverwirklichte Seele kann das machen und sonst überhaupt niemand. We are under ignorance. Wir sind im Unwissen. We are part and parcel of the whole. Wir sind ein Teil des Ganzen. A microcosm is a part of the macrocosm. Ein Mikrokosmos ist ein Teil der Makrokosmos. You have to become, that doesn't mean with brains, but you have to become on your central nervous system, a part and parcel of the whole. Sie müssen es werden, das heißt nicht nur mit dem Gehirn, Sie müssen auf Ihrem zentralen Nervensystem zum Teil des Ganzen werden. Without that there is no salvation for human beings at all. Ohne dessen gibt es überhaupt keine Rettung für die Menschheit. Because all these theories are taking you towards destruction. Weil alle diese andere Theorien führen in der Zerstörung. What you will be giving to your children is a much worse world than what you found it. Das, was sie ihre Kinder geben werden, ist eine Welt, der viel schlechter ist als das, was sie gefunden haben. It's nice to say today is such a great day of reconciliation. But I wonder, unless and until we know the spirit, I cannot guarantee, or I cannot say with guarantee, that we will not have the Third World War of complete destruction. Es ist sehr schön zu sagen, dass heute ein Tag ist, wo wir uns zusammengefunden haben, wo Krieg aufgehört hat. Aber ohne die Selbstverwirklichung kann ich nicht sagen mit einer Garantie, dass es kein dritter Weltkrieg geben wird, wo totale Destruktion geben wird. No use carrying banners of peace, stopping the atomic invasion. All that is of no avail whatsoever. Es nützt nichts, mit Plakaten auf der Straße zu gehen oder atomische Waffen aufhalten zu wollen. We will not be destroyed by atomic bombs. We'll be destroyed by ourselves. Wir werden nicht durch atomische Waffen zerstört. Wir werden durch uns selbst zerstört. That is why it is absolutely important at this time to know ourselves. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir heutzutage uns selbst kennen. We cannot be indifferent to this important point. Wir können das nicht für unwichtig halten. Especially I request you, because you are seekers of truth and you are the ones who can save the world. Und ich bitte Ihnen, dass Sie das versuchen wahrzunehmen, weil Sie Suche sind und Sie sind diejenige, die die Welt retten können. It is such a responsibility on you people that you have to know what is your spirit and what is the spirit of others, how you have to enlighten others. Es ist eine große Verantwortung für Sie, dass Sie wissen müssen, wie man zu der Geist findet und wie man bei den anderen der Geist erwecken kann. I've been to Himalayas and you'll be amazed that in one day 3,000 people came down from hills because they were told that the goddess of Kundalini will be awakened. Ich bin zu den Himalayas gegangen und Sie werden überrascht sein, dass 3,000 Leute von den Bergen hinuntergekommen sind, weil ihnen erzählt worden ist, dass die Göttin der Kundalini kommen wird. They are not educated like you. They are not aware like you. They do not know much about life, but they know one thing for definite, that Kundalini awakening is the only way to reach the ultimate. Sie sind nicht gebildet wie ihnen. Sie wissen nicht sehr viel über das Leben,
Aber eine Sache, die Sie ganz genau wissen, ist, dass das nur durch das Erwecken der Kundalini das Leben einen Sinn hat. They are pure intelligence. Die haben ein reines Intelligenz. They don't have the ideas of others which have come to us through books and all these things. But they have a pure intelligence of understanding that if you have to go beyond, something has to happen within us which is a living process of the living energies. Die haben ein reines Intelligenz, nicht bloß Ideen in ihrem Kopf, die von anderen gekommen sind. Und it cannot be something which can be maneuvered. It cannot be something which can be thought of, but a happening which is a living energy. Und Sie wissen ganz genau, wenn Sie aufsteigen sollen, dass es ein lebendiges Prozess sein muss, das innerhalb von Ihnen passiert. And this is to be realized by the West. Und das muss der Westen einsehen. I do not know how to make the Anglo-Saxon brain understand that. Ich weiß nicht, wie man diese westliche Gehirn dazu bringen kann, dass er das verstehen kann. Originally, all of you are just the same. Ursprünglich sind sie eigentlich alle dasselbe. And the worst part of it, that most of the seekers are also born in the West. Und das Schlimmste daran ist, dass die meisten Sucher im Westen geboren worden sind. Even the little children who have taken to drugs are seekers of truth. Auch diese kleinen Kinder, die Drogen nehmen, sind Leute, die die Wahrheit suchen. They are ending up into jails, then some are ending up into lunatic asylum. These are seekers of truth of such quality. Am Schluss sind sie im Knast oder im Irrenhaus zu finden, und das sind Suche von sehr großer Qualität. They don't know what they have got from past life. They don't know what quality they are. And they are frittering away their life on nonsensical things. Die wissen nicht, was für eine Qualität sie in ihrem vergangenen Leben haben. Und sie wissen nicht, was für eine Kraft sie mit all diesen leichtsinnigen Sachen einfach verschwenden. It is easy to make you understand mentally, but still I would not say that your Kundalini will be awakened. Es ist sehr leicht, Ihnen das zu erklären, damit Sie es mental verstehen, aber trotzdem ist Ihr Kundalini noch nicht erweckt. It is a living process, which has to work out in you, that you have to rise in a spontaneous, surge manner. We cannot force it. Es ist ein lebendiges Prozess, das innerhalb von Ihnen passieren muss, spontan. Man kann es nicht forcieren. Like a seed, when you put it in the Mother Earth, it has to sprout spontaneously. The Kundalini which is placed within you has to rise spontaneously. So wie ein Samen, wenn man es in der Mutter Erde gibt, dann sprießt es spontan. Und genauso muss die Kundalini innerhalb von Ihnen spontan erwecken. She doesn't understand money. She doesn't understand affluence. She doesn't understand science. Sie versteht nicht Geld oder Wissenschaft. She only understands one thing, that he is my child and he has to be given his second birth. Sie versteht nur eine Sache, und das ist, er ist mein Kind und er muss seine zweite Geburt bekommen. And that is your own. That is your own right to have your second birth. Und das ist ihr eigenes Recht, dass sie diesem zweiten Geburt bekommen. Which you should have. Und das müssen sie bekommen. And one should not in any way think that we can manage it the way we handle our worldly things. Und man kann nicht denken, dass wir das selbst machen können auf derselbe Art und Weise, wie wir unsere alltäglichen Probleme und Sachen lösen. It is divine. Es ist göttlich. And the divine has to be managed on divine level. Und das Göttliche muss auf der göttlichen Ebene passieren. A light, which is the spirit, is not yet shining in your attention. Ein Licht, das der Geist ist, scheint noch nicht in Ihrer Aufmerksamkeit. Kundalini is the one which enlightens your
attention with the light of the spirit. Die Kundalini ist diejenige, die ihre Aufmerksamkeit mit der Licht des Geistes erleuchtet. Then you become, again I say, you become collectively conscious. Your consciousness takes a new dimension. Und dann werden Sie, ich sage noch einmal, werden Sie kollektiv bewusst. Inside Yoga, it is the becoming that is important. Inside Yoga ist es das Werden, das wichtig ist. It is not what some people would say, you are a member of this, or you have this hierarchy, nothing of the kind. It's what you become is the point. Es ist nicht der Fall, dass Sie jetzt irgendwas angehören, dass es hier eine Hierarchie gibt. Es ist das, was Sie werden, das wichtig ist. So in the first state, you become thoughtlessly aware. Also, auf der ersten Ebene werden Sie gedankenlos bewusst. Known as Nirvichara Samadhi. Das heißt auf Sanskrit Nirvichara Samadhi. And in the second stage, you become Nirvikalp Samadhi, that is the doubtless awareness. Und auf der zweiten Ebene werden Sie Nirvikalpa Samadhi, das heißt der Bewusstsein ohne Zweifel. Then you become master of yourself. Und dann werden Sie Meister über sich selbst. Through your vibrations on fingertips, you can find out answer to all fundamental questions. Durch Ihre Vibrationen auf den Fingerspitzen können Sie die Antwort wissen von allen gründlichen Fragen. As if your computer is put to the mains. Als ob Ihr Computer bei dem Strom angeschlossen wird. There is no cheap sensational thing in this. Es ist nicht eine billige, sensationelle Sache. But you achieve the epitome of your evolution. Aber Sie erreichen der Spitze Ihrer Evolution. You become that higher personality that feels the oneness with the whole. Sie werden diese höhere Persönlichkeit, der das Einssein mit dem Ganzen spürt. Of course your health improves. Of course you become a sane, wise personality. You become a relaxed, witnessing person. Natürlich wird Ihre Gesundheit besser. Sie werden entspannt. And you become a person entitled with the powers of giving realizations to others, curing others, helping others and feeling others. Und Sie werden eine Person, der die Autorität hat, die Kundalini von anderen Leuten zu heben, andere Leute zu helfen, zu heilen. All these powers are within you. Alle diese Kräfte sind innerhalb von Ihnen. But this phenomena can only work in people who accept the truth as it is. Aber dieses Phänomen kann nur in Leuten stattfinden, die die Wahrheit so akzeptieren, wie es ist. But not to people who want to have truth the way they want to organize. Und nicht für Leute, die die Wahrheit so haben möchten, wie sie es organisieren möchten. Like some people last time didn't like the hall where they had the program, so they gave up. Zum Beispiel manche Leute, das letzte Mal, haben der Saal nicht gemocht, wo wir das Programm gemacht haben, so sie sind weggegangen. I mean, this is not the way. Das ist nicht die richtige Art. In olden days, people had to go to Himalayas to do the tapascharya, to get to it. And today I come to your house and you get it. And then the way you treat it is so cheap. In früheren Zeiten sind die Leute in den Himalayas gegangen. Und heutzutage komme ich ihnen in das Haus und so wie sie diese Sache dann behandeln, ist so billig. Only the people who have that courage, who have that much of sense in their heads, can get it. Nur die Leute, die Mut haben und die Verständnis in ihrem Kopf haben, können es bekommen. The divine is not going to fall at your feet. That you get your realization. Das Göttliche wird Ihnen nicht zu den Füßen fallen, dass Sie Ihre Selbstverwirklichung bekommen. It is you who has to ask for it. Sie müssen darum bitten. So I said you cannot buy it. Ich habe gesagt, man kann es nicht kaufen. Nor can you command it. Und man kann es nicht befehlen. But you have to take it. Man muss es nur nehmen.
You have to receive it. Man muss das bekommen. And enjoy it. Und man muss es genießen. This is for you. Es ist für Ihnen. It is your own powers which are potential within you. Es sind Ihre eigenen Kräfte, die in Ihnen Potenzial sind. But one must know that you cannot grab it. Aber man muss wissen, dass man das nicht aus der Hand reißen kann. Like if you force a flower, it won't become a fruit, will it? Wenn Sie eine Blume forcieren, dann wird es nicht zur Frucht deswegen. If you force a seed to sprout and try to take out the premium, will it sprout? Wenn Sie versuchen, einen Samen zum Sprießen zu bringen, indem Sie es ziehen, dann es wird nichts helfen. You cannot pull out your Kundalini from your head, can you? Und genauso können Sie die Kundalini nicht aus Ihrem Kopf ziehen. Have your senses intact. Sie müssen mit vollem Bewusstsein dabei sein. I think in Austria I found very sane people. In Österreich habe ich sehr viele sehr nüchterne Leute gefunden. And I'm sure in Munich also I'll find some sane people. Und ich bin sicher, dass ich auch in München einige nüchterne Leute finden werde. You have to have patience with yourself. Sie müssen Geduld mit sich selbst haben. It is the blessing of many lives, not one life. Es ist das Segnen von vielen Leben, nicht nur von einem Leben. Many yonis means from amoeba to human beings you have come. Now you have to become that. Sie sind von Amoebe zu Menschen gekommen und jetzt müssen Sie das werden. It's not a street shopping of like guru shopping people indulge into. Es ist nicht ein guru shopping, die man da macht. You must respect yourself because you are the temple of the divine. Sie müssen sich selbst respektieren, weil Sie sind der Tempel des Göttlichen. And when that happens, then you will know that you are such a great dignity, such a great gravity, and such a great glorified personality. Und wenn das passiert, dann werden Sie wissen, dass Sie sehr viel Ehrfurcht haben, eine wichtige Person sind, so eine glorreiche Person sind. I hope it happens today. Ich hoffe, dass es heute passiert. May God bless you. Dass Gott Ihnen segne. Tomorrow I'll tell you about the spirit, the nature of the spirit, and what blessings one gets when you become the spirit. Morgen erzähle ich Ihnen über den Geist und was man für Segnen bekommt, wenn man den Geist wird. Get your friends. Get everyone. It's very important. Bringen Sie Ihre Freunde, bringen Sie alle Leute. Es ist sehr wichtig. This is the best you can give to your friends. Das ist das Beste, was Sie Ihre Freunde geben können. May God bless you. Dass Gott Ihnen segne. For questions, I don't think we should waste time, because a mood is sometimes very much disturbed by funny questions. I would request you to write down all your questions and give it to me, and tomorrow I will try to answer them in my lecture. Ich möchte nicht sehr viel Zeit bei Fragen verschwenden, weil wenn es eine bestimmte Atmosphäre gibt, dann kann das gestört werden, wenn sehr viele verschiedene Fragen kommen. Stattdessen können Sie vielleicht Ihre Fragen aufschreiben und ich werde dann morgen versuchen, alle diese Fragen in meinem Vortrag zu beantworten. Maybe tomorrow in the introduction they'll tell you about the chakras and about the nadis. That we have the channels, the subtle channels and the subtle centers. Und morgen werden Sie Ihnen in der Einführung über den Chakras und über den Kanälen erklären. And also you can read it in the books, but reading will not give you awakening of the Kundalini. Und Sie können es auch in unsere Bücher lesen, aber das Lesen gibt Ihnen nicht die Erweckung der Kundalini. It has to work out. Es muss ausarbeiten. So for that, first request is that
you have to take out your shoes and touch the Mother Earth, because she takes away most of our problems. Um das zu bekommen, muss man als erstes die Schuhe ausziehen und die Füße auf der Mutter Erde legen, weil sie zieht viele von unseren Problemen weg. Those who do not want to get the realization can go, but should not disturb others by not doing. Die Leute, die die Selbstverwirklichung nicht kriegen wollen, sollten gehen, lieber als andere Leute zu stören, indem sie nicht mitmachen. Or in the halfway one should not get up. He must sit in front and get out. One better than the other, Anglo-Saxon dreams. You need the maximum number of people. Let them go. Better they go away is better. Yes. Thank you very much. Now, you take out your shoes. So yes. Man zieht als erstes die Schuhe aus. It takes hardly any time. Es braucht nicht sehr lange. And doesn't give you any trouble. Und es macht keine Probleme. You see, when you were born, your physical mother took all the labor pains upon herself. Schauen Sie, wie Sie geboren wurden, hat Ihre physische Mutter alle den Schmerzen auf sich selbst genommen. You never had any problems. Sie haben damals keine Probleme gehabt. In the same way, you won't have any problems. Genauso werden Sie heute auch keine Probleme haben. And it's so close that you'll be surprised. Und es ist so nah, dass Sie überrascht sein werden. Now you have to put both the hands on your lap comfortably, very comfortably. Jetzt müssen Sie beide Hände auf dem Schoß liegen, sehr bequem. You have to be comfortable. Sie müssen bequem sein. It's better to see if there's anything tight here or tight on the waist. You better loosen it a little bit and sit with comfort. Schauen Sie, ob irgendwas ein bisschen eng ist am Gürtel oder am Hals, und machen Sie es ein bisschen lockerer und setzen Sie sich bequem hin. In a very normal way, not pushing your head backwards, forwards, but in the center like this. Setzen Sie sich ganz normal hin, mit dem Kopf nicht nach hinten oder nach vorne, sondern in der Mitte. Now, the second thing is that you have to keep your eyes shut all the time, because the attention has to be sucked in. So you do not keep your eyes open at all. Als zweites müssen Sie Ihre Augen die ganze Zeit geschlossen halten, weil die Aufmerksamkeit muss hineingesaugt werden. Und wenn die offen sind, dann geht es immer nach außen. And please take out your glasses, because it has an effect on your eyes also. Your eyes improve. When the Kundalini passes through your Ajna Chakra, your eyes improve. Und Sie können sich auch die Brille wegnehmen, weil wenn die Kundalini durch der Ajna Chakra durchgeht, dann werden Ihre Augen auch viel besser. So now the left hand is symbolic of expression of power of desire. The right hand is symbolic of expressing the power of action. Jetzt die linke Hand drückt die Kraft des Wunsches aus und der rechte Hand die Kraft der Aktion, der Tätigkeit. When I'll tell you, then close the eyes. Wenn ich Ihnen sage, dann machen Sie die Augen zu. Now, what we are doing, that you are raising your own Kundalini. Was wir jetzt machen werden, ist, dass Sie Ihre eigene Kundalini aufheben. I will just tell you how we have to do it. Ich erzähle Ihnen nur, wie man das macht. Keep the left hand towards me like this. Die ganze Zeit halten Sie Ihre linke Hand zu mir. All right. If you want, you can put it on the desk in front. Wenn Sie wollen, können Sie es auf dem Tisch vor Ihnen legen. Would be better. Left hand. Der linke Hand. The right hand is to be used on different centers.
first on the heart, second in the upper part of the abdomen on the left hand side, then in the lower part of the abdomen on the left hand side. We are working only on the left hand side. Und nachher werden wir dann der rechte Hand auf den verschiedenen Chakras legen, so wie Shrimatiji Ihnen gezeigt hat, und diese Chakras sind dann eben immer auf der linken Seite der Körper. Then again back into the upper part of the stomach, then on to the heart, then on to this center here, from the front side. Man legt der Hand immer auf den verschiedenen Chakras, zuerst auf dem Herz, dann auf der linken Seite des Bauches, dann ein bisschen so 10 cm tiefer, und dann geht man wieder hinauf, noch einmal, und dann legt man der Hand auch auf dem Schulter, dort wo der Nacken anfängt, von vorne, so wie Shrimatiji Ihnen jetzt auch zeigt. Pushing the hand little backwards. Man drückt mit der Hand ein bisschen nach hinten. Then here. Und nachher legt man der Hand auf den on Stirn. The forehead. And then on the back of your head, holding tight. Und dann hinten auf den Kopf und drückt fest. Then stretching the hand, putting the center of the hand on the fontanel bone area, where the bone was soft as a child. You have to move it clockwise 7 times. Und dann spannt man die rechte Hand und man legt das Zentrum der Mitte der Handfläche auf der Scheitel an der Stelle, wo man als Kind ein weiches Knochen hatte. That's all. Und das ist alles. Now, with a pleasant mind, you must close your eyes. Jetzt mit einem angenehmen Gefühl müssen Sie Ihre Augen zumachen. First, forgive yourself. Zuerst verzeihen Sie sich selbst. I know that you are not guilty at all of anything. Und wissen Sie, dass Sie überhaupt nicht wegen irgendwas schuldig sind. That you are the temple of God. Have faith in yourself. Dass Sie der Tempel Gottes sind, daran müssen Sie glauben. Now, please put your right hand on your heart. Jetzt legen Sie bitte Ihre rechte Hand auf dem Herzen. The spirit resides in the heart. Der Geist residiert im Herzen. So here you can ask me a question 3 times. You can call me Sri Mataji or Mother, whichever way you like. Mother, am I the spirit? 3 times. Please ask this fundamental question. Put your hand through the coat would be better. Legen Sie Ihre Hand lieber unter der Jacke, wenn Sie einen anhaben. Und hier auf diesem Chakra müssen Sie mir die Frage stellen. Sie können mich Mutter nennen, wenn es leichter geht. Dann fragen Sie, Shrimatiji oder Mutter, bin ich der Geist? Stellen Sie die Frage 3-mal. Three times. Fragen Sie 3-mal. Now, take your right hand down onto the upper part of the stomach. Jetzt legen Sie Ihre rechte Hand. Left hand. Side. Right hand. On the left-hand side of your stomach, in the upper part. Jetzt legen Sie Ihre rechte Hand auf der linken Seite des Bauches, auf der obere Teil des Bauches. Auf der linken. Now, dig your fingers in. This is the center of your mastery. Und drücken Sie mit den Fingern ein bisschen unter den Rippen. Dieses Zentrum ist das Zentrum des Meisters, Ihr eigener Meister sein. This is the center built by the great masters of ancient times. Dieses Zentrum wurde von den großen Meister alter Zeiten geschaffen. Now, here you have to ask second question, which is followed by first, because if you are the spirit, you become your own master as well.
Und jetzt müssen Sie die zweite Frage stellen, weil wenn Sie der Geist sind, dann sind Sie Ihre eigene Meister. Here you ask a question. Mother, am I my own master? Am I my own guide? Am I my own guru? Ask a question. Und hier stellen Sie die Frage, Mutter, bin ich mein eigener Meister? Bin ich mein eigener Führer? Bin ich mein eigener Guru? Stellen Sie die Frage. Three times. Stellen Sie es dreimal. Now, take this right hand in the lower part of your abdomen on the left hand side. Jetzt legen Sie Ihre rechte Hand ungefähr 10 Zentimeter nach unten auf dem unteren Teil des Bauches, auf der linken Seite noch. This is the center of true knowledge, of the technique of the divine. Das ist der Zentrum, wo es der reine Wissen über der Technik des Göttlichen gibt. But I cannot force you. So you have to say, Mother, I want to have true knowledge, pure knowledge of the Divine. Aber ich kann Ihnen nicht zwingen. Und so müssen Sie hier sagen, Mutter, ich möchte das göttliche Wissen, das echte Wissen des Göttlichen haben. In your own freedom, you have to say, Mother, I want to have the true knowledge. In Ihrem eigenen Freiheit müssen Sie sagen, Mutter, ich möchte das reine Wissen des Göttlichen haben. The pure knowledge, six times. Dieses reine Wissen möchte ich haben, müssen Sie sechsmal sagen. This will move the Kundalini. Dadurch wird die Kundalini sich bewegen. Ah, da. Now, prepare your chakras to receive the ascending Kundalini by putting your right hand now on the upper part of the abdomen. Jetzt bereiten Sie Ihre Chakras vor, die aufsteigende Kundalini aufzunehmen, und legen Sie wieder Ihre rechte Hand auf die linke Seite des Bauches oben. On the left side. Auf der linken Seite des Bauches. Upper part of the abdomen. Again, see it, upper part. Auf der obere Teil des Bauches. Now at this center, with full confidence, you have to assert, saying, Mother, I am my own master. In diesem Zentrum muss man behaupten und sagen, Mutter, ich bin mein eigener Meister. Which is a true thing. Das ist eine Wahrheit. Ah, gut. Keep your eyes shut, please. Don't open them. Behalten Sie bitte die Augen zu. Machen Sie nicht auf. Good. This you have to say 10 times, because there are 10 master's principles. Sagen Sie es 10-mal, weil es gibt 10 Prinzipien des Meisters. Mutter, ich bin mein eigener Meister. Very good.
Now, please raise your hand, right hand on the heart. Jetzt heben Sie Ihre rechte Hand und legen Sie es auf Ihrem Herzen. On the heart. Auf dem Herzen. You press your hand a little bit and here again you assert with full confidence in yourself, saying, Mother, I am the Spirit. Sie drücken ein bisschen mit den Fingern und hier behaupten Sie wieder mit voller Vertrauen in sich selbst, Mutter, ich bin der Geist. This you have to say 12 times. Das müssen Sie 12 Mal sagen. These are the number of petals the centers have. Das sind die Nummer der Blätter, die diese Zentrum haben. Ah. Now, please raise your hand to your shoulder in the corner where it touches the neck. Jetzt legen Sie bitte Ihre rechte Hand auf Ihrem linken Schulter, da wo der Nacken anfängt und ein kleines bisschen nach hinten. Now, move it backwards and press it hard. Ein bisschen nach hinten und drücken Sie ganz fest. This is the center which is caught up very badly in the West especially, because they feel guilty for no fault of theirs. Dieses Zentrum ist im Westen sehr blockiert, weil die Leute sich schuldig fühlen wegen Sachen, die sie nicht gemacht haben oder die nicht wichtig sind. Here you have to say 16 times, Mother, I am not guilty. Hier müssen Sie 16 Mal sagen, Mutter, ich bin nicht schuldig. You must know that the Divine is the ocean of grace, love and compassion, but it is the grace of forgiveness. Sie müssen wissen, dass das Göttliche der Ozean der Gnade, der Liebe, der Barmherzigkeit, aber auch der Ozean der Verzeihung. So, to say you are guilty is absolutely insulting the Divine, because Divine has such powers that you cannot have any guilt which it cannot cure. So, wenn Sie sagen, ich bin schuldig, dann ist es eine Beleidigung an dem Göttlichen, weil es gibt überhaupt nichts, was das Göttliche nicht verzeihen kann. Es hat diese Kraft der Verzeihung. Forget the past and forgive yourself. Vergessen Sie die Vergangenheit und verzeihen Sie sich selbst. You are not guilty. Sie sind nicht schuldig. At any cost. Überhaupt nicht. No. Now, please raise your hand to your forehead. Jetzt legen Sie bitte Ihre Hand über Ihrem Stirn. And pressing them on both the ends. Und drücken Sie es auf den Seiten. Say from your heart, Mother, I forgive everyone. From your heart. How many times is not the point? Should be said from your heart. Jetzt sagen Sie aus Ihrem Herzen, es ist nicht wichtig zu zählen wie oft, Mutter, ich verzeihe jedermann. Aus dem Herzen. Now, if you don't forgive or forgive, it's a myth.
But only when you don't forgive, you play into the hands of the wrong people. Ob sie verzeihen oder nicht verzeihen, ist eigentlich ein Mythos. Nur wenn sie nicht verzeihen, dann sind sie falsche Leute ausgelegt. Now, please take your right hand on the back of your head, hold it tight. Jetzt legen Sie bitte Ihre rechte Hand hinten auf den Kopf und drücken Sie fest. And once for all, ask for forgiveness from the Divine for your own satisfaction. Und ein für alle Mal beten Sie den Göttlichen darum, dass er Sie verzeiht für das, was Sie gemacht hat, für wegen sich selbst, wenn Sie sich schlecht fühlen. By saying, please forgive me if I have done anything against the Divine. Das macht man, indem man fragt, bitte verzeihen Sie mir, wenn ich etwas gemacht habe, was gegen dem Göttlichen geht. Now, raise your right hand on top of your head, on the fontanel bone area, stretch it and place the center on the fontanel bone area. Jetzt legen Sie Ihre Hand oben auf den Kopf, auf dem Scheitel und drücken Sie ein bisschen. Press it hard. Drücken Sie fest. And move it 7 times clockwise. Und drehen Sie es 7 Mal, drehen Sie der Kopfhaut in Uhrzeigersinn. Ah. Now, please take down your hand slowly. Jetzt langsam legen Sie Ihre Hand wieder auf den Tisch. Open your eyes slowly. Und langsam machen Sie Ihre Augen auf. Very slowly. Sehr langsam. Now watch me without thinking. Und schauen Sie mich zu, ohne zu denken. Please open your eyes. Watch me without thinking. Machen Sie Ihre Augen auf und schauen Sie mich zu, ohne zu denken. Now, without thinking, you put your right hand towards me like this, and the left hand, you try to feel if there is cool breeze on your head, from the left hand. Jetzt ohne zu denken, halten Sie Ihre rechte Hand. Left zu Srimataji, right hand towards me. Und der linke Hand über dem Kopf, und versuchen Sie zu fühlen, ob Sie irgendwo eine coole Brise spüren können, die aus Ihrem Kopf rauskommt. Sie müssen about 4 inches. Ungefähr 10 cm über dem Kopf und suchen Sie ein bisschen nach vorne und nach hinten. There's a cool breeze. Gibt es eine coole Brise? Don't doubt yourself. Haben Sie keinen Zweifel an sich selbst? It's a very subtle thing. Es ist eine subtile Sache. Now put the left hand towards me, without thinking. Jetzt ohne zu denken, legen Sie die linke Hand in meine Richtung. And the right hand on top of your head. Und mit der rechten Hand suchen Sie oben auf dem Kopf. And see if you are feeling the cool breeze. Und schauen Sie, ob Sie die coole Brise spüren können. Here. Oben. Es kommt aus dem Scheitel. Not at the back, in front it is. Nicht hinten. In the front. Little front. Here, yeah, see. Ein bisschen nach vorne, ja. All right? Wo Srimataji das macht. Keep your eyes open. Halten Sie jetzt die Augen offen. Don't close. Keep your eyes open. It's good. Now again change over. Put the right hand towards me and see the left hand. Jetzt wechseln Sie noch einmal mit der rechten Hand. Keep your eyes open.
in der Richtung von Srimataji und die Augen offen. Ha, it's there, better. It's improving every time. Jetzt ist es da, es wird immer wieder besser. Some people might be getting at a higher level. Manche Leute spüren es vielleicht noch höher. All right? Are you feeling? Good. Now, you have to feel the all-pervading power. Don't think again. Don't think. Denken Sie nicht. Sie müssen die alles durchdringende Kraft spüren. Which does all the living work. Die Kraft, die alle lebendige Arbeit macht. Which is called as Ritambara Pragya. Das heißt Ritambara Pragya im Sanskrit. In the Patanjali Yoga Shastra. In Patanjali hat es so beschrieben. Now, put your hands up like this. Wisely, freely, push back your head and ask a question, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Heben Sie beide Hände in der Luft und fragen Sie, ist das die Brise des Heiligen Geistes? Is this the cool breeze of the Ritambara Pragya, the Brahma Shakti? Mit dem Kopf nach hinten fragen Sie, ist das die Brise der Ritambara Pragya, der Brahma Shakti? Is this the all-pervading power? Ist es das, of the divine love. Ist es der alles durchdringende Kraft des der göttlichen Liebe? Now, take down your hands, please. Jetzt nehmen Sie Ihre Hände wieder hinunter. Now, in your hands, you'll feel the cool breeze. Jetzt werden Sie es auf den Händen spüren, die coole Brise. You are relaxed. Sie sind entspannt. And you are thoughtless. Und Sie sind gedankenlos. The first stage you have achieved. Sie haben die erste Phase erreicht. All those who have felt the cool breeze in the head or in the hands, please raise your hands, both the hands. Alle die Leute, die die coole Brise entweder auf den Händen oder auf dem Kopf, bitte heben Sie beide Hände in der both Höhe. Hands. Oh, such a lot of you. Those who have not felt should not worry. They'll feel it tomorrow. Die Leute, die es nicht gespürt haben, sollten sich keine Sorgen machen. Sie werden es morgen spüren. It will all work out for all of you. Es wird für euch allen ausarbeiten. But at least you'll feel the silence within yourself. Aber Sie werden zumindest das Schweigen innerhalb von Ihnen, die Stille innerhalb von Ihnen spüren. I bless you all. I'll say see you tomorrow and I'll elaborately tell you all about the spirit and its manifestation. Ich segne Ihnen alle. Morgen erkläre ich alle in alle Einzelheiten über den Geist und wie sich manifestiert. Now you have to go home and not to discuss much about it. Keep in thoughtless awareness. Jetzt müssen Sie nach Hause gehen, diskutieren Sie nicht zu viel darüber. Bleiben Sie in der Stadium der gedankenlosen Bewusstsein. In the beginning, you have to assiduously establish it. That's all, in the beginning. Am Anfang, alles was Sie machen müssen, ist sich selbst etablieren. And that will be done here in this place afterwards. Because tomorrow will be the last day I'll be here. Und das wird später gemacht werden, weil morgen ist der letzte Tag, dass ich hier sein wird. The way you people got today your realization proves that Anglo-Saxon brains are not the way they are described, but are great. Wie Sie heute so schnell Ihre Selbstverwirklichung bekommen haben, zeigt, dass diese Anglo-Sachsen-Gehirn, dieses Gehirn der Westen, doch etwas Größeres ist und nicht so viel beschrieben wird. Thank you very much. Ich danke Ihnen sehr schön. Those who have not felt should not feel bad or upset. Die Leute, die nicht gespürt haben, sollten sich nicht schlecht fühlen oder traurig. It will all work out tomorrow, I'm assured. Es wird sich alles ausarbeiten, ich versichere Ihnen morgen. But don't talk about it. Aber reden Sie nicht darüber. There were one or two people who didn't do it
And such people can go and just start criticizing. Just don't listen, because you have had the experience. Remember it. Es gibt manche Leute, die nicht mitgemacht haben und nachher fangen eben diese Leute an zu reden, aber hören Sie nicht zu. Sie haben es gespürt, vergessen Sie es nicht. Thank you very much. Ich danke Ihnen schön.